Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pocket Racer. Ja? Also, ich habe doch alle Teile. Ich muss da irgendeine Kombination finden, mit der das funktioniert. Ich will mal ein anderes Auto nehmen. Hat es damit irgendwas zu tun? Ich weiß es nicht. Lass mal customizen. So. Also. Komm mal hier hoch. Komm mal zu einem. For any circuit. Nehmen wir. Frame. Prevent speed loss on corners. Ja. Ja, komm, scheiß drauf. Motor. Da ist der Beste einfach der Godspeed halt. Irgendwie. Das ist der ausgeglichenste halt. Ja. So, Gears. Optimized for speed. For the ultimate in speed. Ja, das ist Super Boost und ein bisschen ausgeglichen. Okay. Ich versuch's mal mit der High Capacity Batterie bei. Irgendwie am Anfang ging es und dann wurde er langsamer. Also, High Capacity. Also, bringt das so viel? Nochmal die kleine. So. Na, ja, da sind Jumps dabei. Deswegen nehme ich mal lieber. Ich bin schon wieder zu voll. Können wir ausmachen? Ich versuch's einfach so. Vorher aber andere Farben. Blue Boat. Ist halt jetzt niedrige Acceleration, aber wir probieren es einfach. Ich glaub nicht, dass das Auto da irgendeinen Einfluss drauf hat. Ja. Okay. Wenn er das jetzt durchhält. Okay. Hat es jetzt wirklich mit dem Auto zu tun? Kann es denn so einfach sein? Hm. 俺の勝ちだ!
Okay. Neue Teile. Okay. Oh, das ist kürzer, das Rennen. Kann ich da vielleicht die bessere Batterie nehmen? Versuch's mal mit der Regular. Scheint mir ein bisschen ausgeglichener zu sein. Dann kann ich den besseren Suspension nehmen. Ja. Ja. Dann versuchen wir das auch. Ja. So kommt der super mit den Sprüngen klar. Nice. Ist das das Geheimnis da? Okay. So, jetzt kann ich mich verbessern. Also das ist schon das Beste hier. Der ist eigentlich schon der Beste. Der Motor ist der Godspeed einfach der Beste. Was soll ich machen? Ja, das Balance ist eigentlich auch das Beste. Ist jetzt ein längeres Rennen gewesen. Dann nehmen wir mal die Suspension. Können wir die Stabilizer mal dazu schalten? Und den Bumper? Nee. Den Bumper noch nicht. Dann kann ich die besseren Stabilizer dazu nehmen. そびえ立つ巨大なループ。パワーとスピードで突破しよう。頼んだ。ポケ注目のカズマくんは赤レーンだ。みんなスタンバイしているな。手遅れるなよ。熱いレースの始まりだ。レッツゴー。
Ich krieg dich auch noch. Ja, natürlich. Bleib drin. Fuck. Doch. Weil die halt das Cornering verschlechtern. Okay, krass, wie das einen runterzieht. Nee, dann lasse ich den da erstmal weg. Ja, fuck. Dieses Side-Stabilizer ist ja auch voll furchtbar. Wer hätte das gedacht? Ja. Just, ja, hasiberdo. Na, versuchen wir es mal. Grass Section, Alter. Ich glaube, da hatte ich bei den anderen was gesehen. Ja, ja, scheiße, ich habe die falschen Räder. Die haben alles Spiked. Oh, scheiße. Könnte es vielleicht trotzdem klappen? Lol, nein, überhaupt keine Chance.
Na, wobei. Ja, puh, Glück gehabt. Ja, knapp. Auch wenn ich die falschen Räder hatte. Ach, du Kacke. Keine Special Zone. Ach so. Champion Cup. Slope. Ah, das sind jetzt wieder die. Ja. Also. Ich nehme die Spiked. Da ist die Stability besser mit den ganzen hier Dingern. Soweit mir das gut bleibt. Die Gears, die sind einfach so auch besser. Nochmal die Regular, weil das ist jetzt nicht so lang das Rennen. Also die Stabilizer nicht, aber Bumper vielleicht. Ist ja auch nochmal Downforce, ne? Also Bounce, Bounciness weg. Versuchen wir es mal. Yes. Ich bin der Kasumas. Wie soll der angerammt, Herr? Ja, da kommt der super durch die Kurven. Das ist nice. Ja, war die richtige Entscheidung, auf Mette zu gehen. Sehr gut. Ja, fuck. Okay, das war sehr kurz. Ich gehe mal auf Speed. Das könnte jetzt natürlich dann wieder zu schnell sein, ne? Weil wir wissen ja, wir dürfen nicht zu schnell sein. Aber ich versuch's einfach. コースは勢いだ。注目のカズマくんは青レーンだ。みんなスタンバイしているな。出遅れるなよ。それではレースを開始するぜ。レディー。
Ich muss schneller sein, aber ich darf nicht schnell sein. Ich reiß. Ja. Immer wenn ich denke, okay, jetzt hab ich's, dann kommt da so ein neuer Bullshit dazu. Also, ich darf nicht zu schnell sein. Ich bleib bei der Regular Battery. Die Acceleration ist halt schon wichtig für die Dinger. Stability ist verdammt wichtig. Nee, ja. Nee. Die andere ist zu schnell. Aber das haben wir gesehen, wie krass das wieder runterslowt. Aber Cornering wird besser. Warte mal, wenn ich den Stabilizer reinpacke. Und die Highspeed Battery. In Kombination. Das bringt ja einen Scheißdreck. Langsam und fliegt raus. What the fuck? In welcher Realität macht das Sinn? Andere war zwar knapp, aber da muss ich gucken, dass ich richtig im richtigen Moment Gas gebe oder so. Ja, also scheiß Stabilizer. Kono kosu ko. Shumoku no Kazuma-kun wa midori lane da. Minna standby shiteru na. De okureru na yo. Countdown ga hajimaru zu. Was ist denn das für eine Scheiße, sag mal? Ja, komm, ich bleib drin. Nein, bleib ich nicht. Es macht einfach keinen Sinn. Nee, Story machen wir jetzt nicht. Story machen wir in der nächsten Folge erst.
Ich bin halt. Also ich kriege ja eh keine neuen Teile mehr. Also, hä? Jetzt doch. Willst du mich verarschen? Ich hab doch vorhin geguckt. Ich bin so kurz davor, echt keinen Bock mehr zu haben auf dieses ganze Rennzeug. Ultra Boost Gears. So, Kollege, ich versuche es nochmal gegen dich. Wenn ich das nicht hinkriege, dann ist es mir auch scheißegal. So. Ich weiß halt nicht, was ich verbessern soll jetzt noch. Außer halt Gears habe ich ja jetzt. Ja, versuchen wir mal die Besserung, weil Speed war wichtig, ja. Dann die High Capacity, weil es ein langes Rennen ist. Die wiegen halt 20 Gramm, ne? Aber es verbessert das Cornering halt. Ich will nicht, dass die scheiße sind. Die sind doch aus irgendeinem Grund da drin, verdammt. So, meine Suspension, die bleibt, weil die ist Gold wert. Und der Bumper ist eigentlich auch gut. Vielleicht waren es die neuen Gears, das jetzt. Nee, er flitzt halt einfach davon. Ich riskier's nochmal, aber nein, das ist dann schon viel zu. Und er fliegt gleich raus. Schon mal wieder angerannt kommt und sofort weiter und jetzt boostet er auch noch. Mach doch nicht solche. Mann. Schau mal, das ist so fucking knapp. Was soll ich noch tun? Ich kann nichts Besseres mehr machen. Alles andere schmeißt mich komplett raus. Das ist so knapp. Das muss gehen. Es ist mir scheißegal, was du zu sagen hast. Du Ficker sollst.
Warum musst du besiegt werden, um dich gut zu fühlen, du dumme Sau? Was ist der Sinn des Ganzen? Schau mal, du bist der Beste. Ich kann dich nicht schlagen. Jetzt mach doch. Ja, fuck, ey. Der Rest des Spiels ist halt so spaßig und dieser Mist, ohne Scheiß, wenn in den anderen nochmal so ein fucking Autorennen ist, Alter, das kann ich mal am Arsch lecken. Nix wird da gemacht. Ich meine, was in aller Welt habt ihr für einen Motor vielleicht noch? Aber nein, ich brauche einen, der beides kann. Warum darf er boosten? Warum darf er boosten und fliegt nicht raus? Ja, nein, fuck you. Fuck you, Alter. Ich geh so ein bisschen Karten spielen, ey. Das ist einfach unresponsiv. Nicht den Hauch einer Rückmeldung, habe ich das jetzt gut oder nicht gemacht. Absolut random. Ausprobieren wird in 80% der Fällen bestraft. Nee. Ihr kommt mir gerade recht, Alter. Sieger, Kartensprung, so. Ey, so, no, man! Furie, Seife der Suppe! Nanan, ちょっとそこ、そこすらがムカつくぜ。邪魔だ。
Oh, ich könnte auch mal ins Casino gehen. Und diese Professor? Mr. Kuhn. I'm worried about his future. Der wollte jetzt unbedingt, dass ich eine Biene benutze. Bloß eine Biene. Honeybee. Überall mit dem Sternpoppern, Tibeli-Tief, ja. Versuchen wir's mal. Das ist aber eine Wespe. Die da auf den Kopf hat. Das sieht mir nach Hornisse aus. Ich stehe ja auch extra Wespe. Das ist auch keine Biene. Ja. Was gibt's denn in die Game, das ich nicht verstehe? Warum?
Ich nehme jetzt mal einfach keine Biene mehr, aber kurz mal ein positives Erlebnis. Ich gehe ins Casino, ey. War das das? Ich glaube, das war das, ja. Itembox. Nein, nicht safen, geh weg. Was? Ja, ach komm, lass mich zufrieden, ey! Mann! Auf ein Cancel-Ding drücken bringt mich natürlich weiter, ey. So, wo ist der? Rote Juwel. Wie benutze ich den? Dann muss ich den einfach nur dabei haben. Was ein Scheiß. いらっしゃいませ。 ありがとうございました。 いらっしゃいませ。 ありがとうございました。 Wo dann? Reicht es, dass ich den jetzt im Inventar habe, oder ist es noch eine super nervige? Ja. Oh, I see.
Naja, schon mal was. Jus. Bitte mal 100. Und wenn ich den jetzt benutze, ist der dann weg. Weil den gab es nur einmal im ganzen Spiel. Und dann erhöht er auch nur die Chance. Ja, ich habe den jetzt verbraucht. Für einmal. Okay, was ist das für ein Scheiß, ey? Das macht nichts. So lang, ne? Man muss, dass man das da warten muss. Das ist auch suboptimal. Rot, das heißt, ich habe meinen verlorenen von gerade drin und 100 mehr. Sehr schön. Hier mit der Preis-Exchange.
behalte die Chips mal. Vielleicht habe ich irgendwann doch noch eine Muße. Aber dass der Ding nur für eine einzige Anwendung reicht, ist halt auch irgendwie scheiße. Versuch's gegen den anderen Jungen dann nochmal mit einfach einem anderen. Nicht mit einer Biene, weil ich weiß nicht, warum ich mich dazu committed gefühlt habe, da auch eine Biene nutzen zu müssen, weil vielleicht andere Spiele so funktionieren. Ihr kriegt jetzt erstmal aufs Maul. Und in der nächsten Folge machen wir dann auch wieder ein bisschen Story weiter. Weil das hat mich jetzt alles schon ein bisschen arg runtergezogen. Und das Spiel macht ja Spaß, grundlegend. Man hat ja das Prügel, man hat die Story, die finde ich einigermaßen cool. Und so ein bisschen machen diese Nebendinger ja auch Spaß und Quests und alles. Nur dieses Autorennen ist absolut bescheuert. Gerade wenn du denkst, ach, jetzt macht's Sinn, nö. Battle with someone. Ja, doch, mit dem Doppelcircle da vorne. Dein Gesicht. Vor allem, warum leuchtet das bei ihm? Na gut. Shit.
Der gute alte Stein, den schlägt keiner. Ja, Mann. Der gute alte Stein, den schlägt keiner. セミが止まったよ。大きな木にセミが止まっているように不釣り合いな組み合わせの例えだよ。身の丈に合った木を選ぶようにしようね。 Oha, du warst großartig. Super Romero Special. Na dann. Okay. Machen wir einfach noch eins. Ja. Okay. Time for a raid. Okay, dann gehen wir zu dem anderen. Beziehungsweise da auf dem Weg dahin. Also das war doch hier oben. Vierter Square. Ja, nee, doch. Aber ich wollte tatsächlich bei dem Clown erstmal noch vorbeigucken. Weil ich habe, zumindest habe ich durch den Race-Quatsch viele Completion Points bekommen. Also komplett verschwendet war es ja nicht. Und zwischendurch hat es ja sogar ein bisschen Spaß gemacht, muss ich zugeben. Okay. Nouveau Riche Influx.
Battle. Ja. Hol die dazu. Yakuza Training hier. Was? Altered Beast? Okay. What the fuck? Was geht? Was geschieht? Yakuza Training Gear. Okay, nice. Wo ist eine... Da hinten, warte. Nee, die ist zu weit weg jetzt. So, auf dem Weg da hoch zu dem Ding ist noch eine, da kann ich wieder ein bisschen was ablegen. Da will ich ja gar nicht links. Hat mich die der Kamerawinkel wieder gefickt. Box, dass ich mal ein bisschen aufräumen kann auch. Das Tisch braucht doch keine Sau. Repack kann man auch erstmal weglegen. Was haben wir hier eigentlich? Antique Gun brauche ich eigentlich auch nicht. Wood Driver ist auch Blödsinn. Normalen Blackjack brauche ich nicht, wenn ich den goldenen habe. So. Und was ist hier alles für Zeug? Find things more easily. Okay. Least bit of protection brauche ich nicht. Die kann man wegpacken. Ach, die, ja, aber das ist kaputt. Handcrafted, okay. Naja. So, dann schauen wir mal, was hier mit dem beim Mesoking so abgeht. Oh, ich sehe gerade die Zeit. Ja, egal, das machen wir jetzt noch. Ja, auf jeden Fall.
Nobu. Und Matsu? Nee. Hier. I challenge you to make a combat. Ja, ja. We got people. Meskingu. Sa, kimi no konchū kādo o erande ne. Das Problem ist, dass sie halt nur da vorne ihr ganzes Compatibility-Chart haben, ne? Deswegen, ja. Kann ich halt keine mit Sternchen finden. Weil die mit Doppel. Besser als nix, jawohl. Oh, Grashüpfer. Nee, Mantis. Der gute alte Stein, der wird auch geschlagen. Scheiße. Ich sagte, der gute alte Stein. Er verliert immer. Ist er wieder auf Stein? Nein, okay. Na. Jawoll, dann direkt auf Finishing. Fly in the ointment. Oh, jetzt kommt ihr die Moral am Ende der Geschichte. Stark und schwach, das ist nicht wichtig bei Mesokin. Es sind die Möpse, die zählen. Hi. Sorry, Masen. Tomohiro-chan. Vor allem, er ist ja kleiner, also Nobu ist ja kleiner als Tomohiro. Deswegen, das macht ja doppelt und dreifach keinen Sinn. Mr. Mesuki. Ja, doch. Ich sollte auch verfügen, dass alle anderen Leute mich so nennen. Das sollte ich, wenn ich Goro-chan das nächste Mal sehe, soll ich ihm sagen, dass er die Kunde verbreiten soll. Fortan soll ich bekannt sein als Mr. Mesuki. Na, Hi. Mit fünf
Crescent wollte der andere noch haben. Jumbo Chestnut. The Jumbo Chestnut. Ist das die Jumbo Chestnut? Ne, das ist ein Vogel, den hatte ich schon. Ja. いらっしゃいませ. いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。 Wieder erstmal gucken. Ja, doch kein Jumbo Chestnut. Nee, ja, aber jetzt ist, glaube ich, auch eine gute Stelle, an der ich die Folge beenden kann. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, fürs Mitleiden. Und das nächste Mal nach Möglichkeit machen wir wieder ein bisschen Story-Progress. Bis dann, bye!